Es gibt immer wieder so Werkzeuge, das sind absolute Exoten und da fragt man sich immer, wer braucht sowas? Und so ist es auch bei so einem Flachkopf-Winkelschleifer. Das ist sogar ein Akku-Flachkopf-Winkelschleifer. Und das Gerät ist in zweierlei Hinsicht sehr, sehr interessant. Auf der einen Seite haben wir hier den Flachkopf, das heißt, wir kommen an Stellen hin, wo wir mit dem normalen Winkelschleifer nicht hinkommen, das heißt, wo der normale Winkelschleifer scheitert. Und auf der zweiten Seite ist es natürlich so, das ist ein Parkside-Akku-Winkelschleifer und der hat sich schon wieder extrem entwickelt und das ist natürlich auch sehr, sehr interessant. Also ich kann euch versprechen, das ist ein absolut interessantes Werkzeug, was auch noch sehr bezahlbar ist. Dazu muss man wissen, es gibt gerade erst einen neuen Parkside Performance Akku-Winkelschleifer. Den hatte ich hier am Anfang des Jahres auch auf dem Kanal vorgestellt. Der ist auch sehr bezahlbar, Drehzahl reguliert, also auch ein schönes Gerät. Jetzt kommt das Gerät und das hat schon wieder deutliche Veränderungen. Und die gucken wir uns natürlich erstmal an. Es fällt einem gleich auf, wenn man die beiden Geräte nebeneinander legt. Der Flachkopf-Winkelschleifer ist nochmal deutlich ergonomischer geworden. Also der liegt auch nochmal besser in der Hand. Und das Bedienfeld hat sich hier auch gleich nochmal verändert. Ich habe hier eine Drehzahlregulierung und hier habe ich eine Drehzahlregulierung und noch verschiedene andere Möglichkeiten. Um das mal zu demonstrieren, was der Flachkopf-Winkelschleifer mehr kann, habe ich hier einfach mal dieses Muster zusammengeheftet. Man sieht, man hat hier noch so 4-5 cm mit dem normalen Akku-Winkelschleifer und der baut auch schon wirklich nicht so hoch auf. Und hier mit dem Flachkopf-Winkelschleifer kommt man da problemlos in diese Kehle rein. Jetzt wird der ein oder andere sagen, ja, die 4-5 cm machen den Kohl auch nicht fett. Das mag in vielen Bereichen stimmen, ist aber oft, wenn man das so praktisch hat, dann sind es immer diese berühmten 4-5 cm, die noch fehlen oder die berühmten 1-2 cm, die noch fehlen. Und da kommt so ein Flachkopf-Winkelschleifer wirklich gut ran. Gerade so im Kfz-Bereich ist das wirklich eine sehr, sehr interessante Sache, aber auch im Allgemeinen für alle Handwerker, die irgendwas abtrennen wollen, die irgendwas in Bereichen schleifen wollen, wo man nur schwer hinkommt, ist das ein Träumchen. Beide Akku-Winkelschleifer sind hier Drehzahl reguliert. Das heißt, hier bei dem normalen Akku-Winkelschleifer habe ich 6 Stufen bis 10.000 Umdrehungen, habe dann meinen ganz normalen Taster, wo ich das Gerät an- und ausschalten kann. Bei dem Akku-Flachkopf-Winkelschleifer habe ich ein deutlich moderneres Bedienkonzept. Das kennt man von vielen anderen Herstellern. Das heißt, ich muss das entsperren hier mit dieser Taste und dann kann ich die 6 Stufen hier durchschalten, allerdings nur bis 8.500 Umdrehungen. Habe hier oben eine Anzeige für den Füllstand des Akkus. Und jetzt kann ich hier einfach auf die Taste drücken. Wenn das Gerät entsperrt ist, kann es einfach laufen lassen. Wenn ich loslasse, geht er dann wieder aus. Oder ich kann hier zweimal drauf drücken. Und dann läuft der dauerhaft. Also habe ich diese zwei Optionen hier. Ich kann es einmal so nehmen, dass ich damit arbeite und wenn ich meinetwegen umkippe, mir schwindelig wird, würde ich loslassen den Winkelschleifer, dann würde er ausgehen oder ich kann hier halt wie bei dem herkömmlichen Taster das Ganze im Dauerbetrieb nutzen. Ich denke mal, dass das Gerät jetzt nur 8.500 Umdrehungen hat, maximal. Das wird wahrscheinlich dem Winkelkopf geschuldet sein. Die Schutzhaube bei diesem Flachkopf-Akku-Winkelschleifer ist wirklich auch sehr interessant. Bei dem normalen Akku-Winkelschleifer lässt die sich verstellen, rastet immer so ein, aber man kann sie mit ein bisschen Kraft halt immer wieder verstellen. Man kommt da beim Arbeiten mal gegen. Das ist nicht ganz so ideal. Der hat halt keine Arretierung. Der Flachkopf-Winkelschleifer, der hat jetzt eine ganz andere Haube und die hat eine Arretierung. Das heißt, ich drücke den Hebel hier, kann das Ganze einstellen, kann es dann einrasten lassen und dann tut sich hier gar nichts mehr. Also auch da hat sich deutlich was getan, wurde das Gerät deutlich verbessert. Beide Geräte lassen sich auf den Akku hinstellen. Braucht man definitiv nicht unbedingt. Ich finde es schön, auf der Werkbank die so an eine Wand zu stellen. Der Akku-Winkelschleifer hat den Akku dann nach vorne rausguckend. Das stört manche Leute, mich persönlich nicht. Was man aber merkt, man trennt auch schon mal mit Funken auf den Akku vorne. Hier ist er wieder nach hinten gebaut. Das ist also für mich auch wieder die deutlich bessere Variante, wenn man das so sieht. Man hat hier einen Griff im Lieferumfang bei. Der Griff ist auch noch mal verlängert. Das heißt, man hat hier vorne wie so eine Langmutter dran. Dadurch hat man auch wieder ein bisschen größeren Abstand. Das ist halt dem geschuldet, dass man mit diesem Flachkopf weiter wo reinkommen will und darum hat man da auch einen etwas größeren Abstand.
Das Gerät ist sehr leicht, das lässt sich also auch problemlos mit einer Hand führen, ist aber auch wieder ein normaler Zweihand-Winkelschleifer. Also richtige Einhand-Winkelschleifer gibt es in der Form nicht. Es sind immer zwei Hände am Gerät normal, damit man sich nicht verletzen kann. Ich habe hier den Schlüssel im Griff, habe vorne ganz normal wieder so einen Schnellverschluss. Die finde ich bei den Parkside-Geräten nicht so schön, die finde ich da auch noch verbesserungswürdig. Man sieht, man kann hier schön mit diesen Tasten arbeiten, entweder gedrückt halten die Tasten oder es halt auf Dauerlauf machen, wie man das möchte. Ist schon eine sehr, sehr moderne oder ein sehr, sehr moderner Bedienkomfort und das für so ein Gerät, ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, aktuell kostet das Gerät, habe ich gesehen, 60 Euro. Dafür finde ich das natürlich absolut ein Schnapper. Und wenn man das sieht hier, kann ich mich so ein bisschen reinbiegen, dann komme ich aber vom Winkel nicht mehr hin. Und mit dem Flachkopf-Winkelschleifer komme ich da halt problemlos hin. Das ist schon sehr interessant. Ansonsten hätte ich da immer wirklich nur die Lösung, dass ich da in irgendeiner Form Fräser nehme, an solchen Stellen arbeite. Das ist deutlich aufwendiger. Und ich muss auch sagen, für mich ist es deutlich angenehmer, dass die Fächerscheibe oder die Schleifscheibe, die Trennscheibe, dass die so ein bisschen weiter von der Hand weg ist als bei einem normalen Winkelschleifer. Also das fühlt sich nicht unschön an, auch wenn man da normal mitarbeitet. Ich habe den immer auf meiner Werkbank stehen. Ich habe hinten meine Schleifecke, da habe ich meine kabelgebundenen Winkelschleifer und vorne habe ich den immer stehen und ich habe den in den letzten Monaten oft auch unbewusst immer und immer wieder benutzt. Man sieht jetzt halt, dass der in Bereiche hinkommt, wo der normale Winkelschleifer Probleme hat, aber kann man damit auch vernünftig arbeiten? Das kann ich wirklich auch nur bejahen. Ich habe da die letzten Monate viel mit gemacht. Ich habe mir jetzt einfach mal hier ein 2,6 mm Stahlrohr eingespannt. Das ist ein Rohr, das ich neulich so schön gebogen habe, mit Wärme gebogen habe, ohne jegliche Vorrichtung. Hier schneiden wir einfach mal ein Rohrstück nach dem anderen ab. Das ist wirklich auch schön zu benutzen. Das heißt, man kann diese Tasten auch mit Handschuhen vernünftig benutzen. Beim Arbeiten mit dem Winkelschleifer darf man ausdrücklich Handschuhe tragen. Jeder, der was anderes behauptet, der hat wirklich keine Ahnung. Es geht hier nicht wie bei einer Bohrmaschine, es sind hier die Funken und der Schnitt oder dass man sich verletzt damit, sind die viel größere Gefahr, als dass durch die rotierende Bewegung der Handschuh damit reingezogen wird. Und da wiegt man so ab, sage ich mal, was die größere Gefahr ist und dementsprechend sagt man natürlich beim Winkelschleifer, beim Arbeiten mit dem Winkelschleifer darf man mit Handschuhen arbeiten. Das mal als kleine Belehrung, sondern wirklich nur, das ist ein Fakt, weil das wird auch immer wieder unter irgendwelchen Videos geschrieben. Und man sieht hier aber nebenbei von wegen, dass man vernünftig damit arbeiten kann. Der hat hier so eine Kickback-Funktion, das heißt, wenn ich den komplett verhake, dann schaltet er sich ab. Habe ich hier mal so ein paar Mal ein bisschen in der Form provoziert. Ansonsten kann man hier wirklich mit einer vernünftigen Trennscheibe ein Rohr nach dem anderen abtrennen. Bei mir ist es jetzt nicht so, dass ich regelmäßig irgendwelche Nähte in irgendwelchen schwer zugänglichen Stellen schleife, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist für mich deutlich angenehmer, dass das vorne so ein bisschen länger ist. Hier sieht man das bei der Kehle, die ich hier ausschleife. Das ist eine spezielle Kehlnahtschleifscheibe. Das ist sicherlich auch nochmal ein interessantes Thema, sowas mal im Detail vorzustellen. Da kann man wirklich tolle Sachen mitmachen. Das ist wirklich super, so eine Scheibe. Die kosten auch nicht die Welt, werde ich mir auf den Zettel schreiben. Aber man sieht hier von wegen, wie schön man damit arbeiten kann. Man hat so ein bisschen größere Strecke vorne, mit der man besser in die Kehle reingehen kann, ohne mit der Hand da in irgendeiner Form im Weg zu sein. Man hat diese längeren Hebel, kann hier wirklich auch mit Kraft arbeiten und sieht, innerhalb kürzester Zeit habe ich diese Kehle so richtig schön rund ausgeschliffen. Das sieht dann optisch wirklich toll aus, wenn man irgendwelche Bauwerke hat, wenn man eine Kehlnaht versaut hat, wenn man die Kehlnaht hinterher in der Form nicht mehr sichtbar haben will, dann kriegt man die hier wirklich richtig schön weg. Ich habe hier noch so ein paar kleine Feinheiten, aber an sich ist die Kehlnaht hier schon richtig schön weggeschliffen. So ein Flachkopf-Akku-Winkelschleifer ist definitiv ein Exot, aber ein sehr, sehr interessanter Exot und man kann diesen Exoten halt auch als ganz normalen Winkelschleifer tagtäglich benutzen, hat dann immer diese zusätzliche Option, dass man irgendwo auch näher rankommt, irgendwo weiter reinkommt und. Ist sehr interessant. Und was ich natürlich auch Hammer finde, sind die Veränderungen, die Verbesserungen und dieses Bedienkonzept. Das ist natürlich für den Preis, denke ich mal, auch ein absolutes Kaufargument. Für Leute, die technikaffin sind, manche sagen, ja, ist egal, ich brauche da unten nur so einen Drehregler, reicht mir auch. Ich bin natürlich auch so ein kleiner Technikfreak. Ich freue
freue mich auch, wenn ich sowas Modernes in meiner Werkstatt habe. Ihr könnt mir gerne eure Meinung zu diesem Akku-Flachkopf-Winkelschleifer in die Kommentare schreiben. Die einen lieben Parkside, die anderen hassen Parkside. Die Wahrheit ist wahrscheinlich so in der Mitte. Man muss aber sagen, die Marke entwickelt sich stetig weiter. Und wenn man so ein Gerät sieht für den Preis, das finde ich schon absolut Hammer. Gefällt mir gut. Ansonsten viel Spaß beim Schweißen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich immer tierisch über einen Daumen hoch. Bis dann, euer Manni.